Nicht schlecht. Aber außer sich selbst und um ihre Klientel kümmert sich diese Regierung um gar nichts. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ulrich Rüttgers ist demnach der stellvertretende Geschäftsführer, jedenfalls ist er ja immer beteiligt. Das, was Merkel ja durchaus auch mal konnte, nämlich eine Bundesregierung leiten, das ging nur so lange, liebe Genossinnen und Genossen, solange sie von Sozialdemokraten bewacht wurde. Und ich sage euch, ich weiß, wovon ich rede. Wir haben heute keine Bundeskanzlerin mehr, die macht auch nicht Präsidialstil, sondern ihr entscheidet immer oder versucht, was zu entscheiden, wenn am Tag zuvor die Bild-Zeitung sie dazu aufgefordert hat. Müsst ihr mal gucken. Das war bei der Papstkritik so. Das war jetzt bei den Steuer-CDs so. Immer wenn die Bild sagt, Frau Merkel, Sie müssen handeln, nächsten Tag versucht sie es. Die ist keine Präsidialkanzlerin. Das ist eine Trivialkanzlerin, die dann reagiert, wenn das Boulevard ihr was aufschreibt. Und das in einer Lage, in der Deutschland nun wahrlich es nötig hätte, dass in diesem Land regiert wird. Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Erstens, die Wirtschaftskrise ist längst nicht vorbei.